Wir haben mehrere Projekte so, dass der Architekt nur mit einer vage Vorstellung von der Grundrissform hatte. Und wir haben dann gemeinsam die Fläche, die diesen Raum abgrenzt, entwickelt, wie zum Beispiel bei der Kirche in Essen-Überruhr oder die Faltwerkkirche in Neusweckhofen mit Fritz Schallach. Und dort haben wir tatsächlich nur eine Vorstellung gehabt, oder der Schallach kam, der Pastor wollte eine lange Kirche haben, wo er auch Prozessionen innerhalb der Kirche machen kann. Und der Schaller gesagt, er möchte diesmal eine hohe Kirche. Niedrige Kirchen hat er schon genug gebaut. Und dieser Platz ist so, da kann man eine hohe Kirche machen. Das war ein Ansatz und dann gemeinsam entwickelt. Das war sicherlich ein unvergessliches Erlebnis, diese Zusammenarbeit. Aber ich habe mehrere so interessante Zusammenarbeiten gehabt. Mit Ungers, wo der Ungers auch schon eine festere Vorstellung hatte, aber ich kannte seine Vorstellung, deshalb konnte ich darauf sehr gut eingehen.